Hallo Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meiner 7. Landkarte bei Transport Fever 2. So, in der letzten Folge haben wir ja hier mächtig uns ums Holz gekümmert. Und ich denke, das schaffen wir jetzt hier alles weg. Das werden wir beobachten. Und Züge haben wir jetzt hier reichlich, die auch gute Kapazitäten haben. Also 741 mehr können wir momentan gar nicht wegfahren. Wir haben 600 Meter Bahnsteig, 600 Meter Züge und zusätzlich haben wir noch die LKWs hier, ne? Also das ist schon irre, was hier jetzt produziert wird. So, dann schauen wir mal, wie es beim Marmor aussieht, beziehungsweise Silbermine, das haben wir geschafft. Da steht ein Zug drin und er wartet. Hier haben wir ein bisschen Werkzeug rumliegen. Und da sehe ich, da fahren noch ältere Fahrzeuge. Also wollen wir hier ein bisschen Platz schaffen. Der muss hier nicht in der Einfahrt stehen. So. Das fahren die hier. 30 Versorger, haha. Wie viel haben wir da? 35 Fahrzeuge. Da könnten wir mal schauen, was wir da noch an Fahrzeugen. Die tauschen wir aus. Und dann nehmen wir noch 5 Stück rein. So, da haben wir 40. Was kommt hier an? Ölsand wird hier gefahren. Der bringt wieder Sand. Ach, jetzt haben wir dieselben wie dort. Die gleichen wollte ich eigentlich nicht haben. Wir schauen noch mal, ob wir hier doch noch ein paar andere. Das waren hier. Das waren dann hier die. Ich gucke an, 72. Sind schon die größten, die wir hier haben.
Wir nehmen die dorthin an die Stelle. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Abteile die haben. Ein Abteil. Nee, drei Abteile, 42. Ist okay, das ist okay. Ja. Dann kommt schon wieder Ware. Also da würde ich sogar noch mal fünf Stück weiter reinnehmen. Ach komm, 10. So. Das wird sonst zu viel, was hier rumliegt. Das ist nämlich schon eine ganze Menge. Das sind schon 1000, über 1300 Einheiten. So, und hier den schmeißen wir auch raus. Und wie viel? Ja, da haben wir noch 4 Straßenbahnen. 4 Trams. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die alle bleiben hier. Die hier. Ah, hier kommen sie. Hier kommt die Armada. Da ist der erste. Na, da fahren wir mal ein Stückchen mit. Mit Y kommen wir hoch in die Mitte vom Dach. So. Und da schauen wir uns das mal an. Naja, Geschwindigkeit ist. Es geht so. Da steht schon alles voll, aber ich denke, das schaffen wir auch jetzt weg. Aber wir fahren jetzt mal eine Runde mit. So, geladen haben wir und da geht's los.
kommt uns ein ganz schöner Schwung entgegen. Unsere neu gebaute Brücke. Schönen Blick auf die Stadt. Oh, hier staut sich's. Hier stehen die Straßenbahnen. Das ist gar nicht gut. Da wollen wir doch mal gucken, warum die hier stehen. Die stehen hier an der Kreuzung. Was können wir da machen? Wir können eine Ampel hinsetzen. Hier staut sich in allen Richtungen. Hauptsächlich hier. Wir setzen mal hier eine Ampel hin, probehalber. So. Dann müsste sich der Verkehr besser regeln. Weil hier noch. Oder wir machen einen kleinen Kreisverkehr. Das wäre auch eine Lösung. Wer hat denn den Grün? Die haben Rot, die müssen warten. In die Richtung geht es auch nicht vorwärts. Warum fährt denn der nicht? Hat der wie hier rüber? Ich glaube, wir werden hier einen Kreisverkehr machen müssen. Könnten die Straße noch ausbauen. Das werden wir auch noch machen. Städtisch, dreispurig. Will nicht jetzt. So, bis dorthin. Und die werden wir auch noch ausbauen.
So, jetzt muss es aber rollen. Stehen die LKWs hier in der Mittelspur. Die Straßenbahnen stehen an der Haltestelle. Da haben wir ja schon mal die Straßenbahn von LKWs praktisch getrennt. Jetzt geht der ganze Verkehr dort gerade drüber. Und hier blockiert einer uns den Weg. Die hin. Es rollt schneller, aber mit den LKWs gefällt mir das noch nicht so. Das ist die Haltestelle hier. Die bremst uns hier ein bisschen aus. Ja, die Straßenbahnen können jetzt erst einmal weiterfahren. Und die LKWs rücken jetzt auch durch. Also ein bisschen was hat es erstmal gebracht, die Ampel. Wir werden das beobachten. Und warum steht die? Ach, hier ist auch eine Haltestelle. Ja, das werden wir beobachten. So, wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist immer noch so viel. Aber es hat schon ein bisschen abgenommen. Wir sind bei
6, 7, 700 und ist schon weniger geworden. Das sieht schon mal gut aus. So, ansonsten müssen wir hier, ja, der Kreisverkehr müsste hierher. Können wir die LKW-Linie irgendwie umlegen, dass die anders fahren? Nee. Kreuzen hier. Irgendwo müssen sie kreuzen. Wenn wir die hier hinterlegen, da kreuzen sie hier. Aber wir könnten den Rückweg hier durch machen. Da brauchen wir einen Wegpunkt. Ja, hier Übergang. So. Und jetzt nehmen wir uns die rote Linie und ach so, da fährt er hier geradeaus. Ne, wir müssten denn ja dann hier rüber. Ja, die kreuzen ja hier. So, dass die nicht kreuzen, das kriegen wir nicht hin. Wir müssen sie höchstens andersrum fahren lassen. Ja, das können wir machen. Dann lassen die andersrum fahren. Jetzt hat es das ausgeschalten. Auch mal die rote Linie. So. Das mal hier halten. Hier. Dann halten wir hier. Hier. Könnten wir noch mal hier halten. Und da sind wir hier oben. So, und jetzt sagen wir der Linie vom Wegpunkt 8. Den haben wir dort nicht angegeben. 37 Marktplatz. Die Mozartstraße muss hier rein. Mozartstraße. Von der Mittelstraße. Die Schützenstraße. Dann die Kirschgasse. Den Buchenweg. Marktplatz. Und hier nochmal. So, und alles, was dahinter kommt, fliegt raus.
So, jetzt fährt er hier lang, hier rum, hier rum. Ja, hier könnt ihr geradeaus fahren. Da geben wir mal einen Wegpunkt mit. So. Nach dem Ahornweg soll er hier rumfahren. Ja, da kreuzen wir allerhand, aber hier ist noch nichts los. Dann fahren wir hier hoch, halten hier. Fahren hier rum. Ja, hier kreuzen wir auch schon eine Linie. Dann nehmen wir den Wiesenweg raus. Den Waldweg und sind da oben. So. Und die blaue Linie, die hält im Wiesenweg. Und den Wiesenweg legen wir um. Da machen wir Pause. Reißen wir weg und legen den um die Ecke. So, und da müsste das der Wiesenweg sein und da hat das geklappt. So. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Kuddelmuddel, aber es rollt besser. So. Und da haben wir nämlich die Kreuzung hier total entlastet und die auch. So, und schon ist hier alles leer. Jetzt haben wir den Hauptverkehr hier auf der mehrspurigen. Wenn wir die jetzt größer machen. Ne, das reicht eigentlich. Der Marktplatz gefällt mir hier nicht. Weil hier fahren die jetzt alle durch. Ich würde den Marktplatz umlegen, hierher. Weil die blaue Linie fährt dort jetzt auch lang. Das macht, die bremsen wir jetzt ein bisschen. Dass wir den Marktplatz hier reinlegen. Den legen wir um, dann machen wir Pause. Dann nehmen wir den Marktplatz weg und legen den Marktplatz hierher. So, da fährt er nämlich so. Da kommen wir zwar mit der blauen in Konflikt hier, aber die blauen müssen nicht warten. Die können hier durchfahren. Wir haben dadurch zwar eine Ecke, hätten ja auch hier herlegen können, gerade durch. Naja, wir lassen das jetzt so. Hier haben wir dann die nächste Kreuzung. Aber das müsste. Ja, die biegen in die linke Spur. Dadurch. Man könnte sie geradeaus schicken, dass sie hier rumfahren.
dass sie hier nicht noch mal abbiegen müssen. Dann nehmen wir uns noch einen Wegpunkt und sagen der Linie nach dem Buchenweg sollst du über den Wegpunkt fahren. So, jetzt kreuzen die hier direkt gerade. Also das müsste so jetzt besser rollen. Jetzt haben wir natürlich hier einen Rückstau an der Haltestelle am Waldweg. Brauchen wir die überhaupt? Dann müssen wir mal auf die Karte gehen. Industrie brauchen wir. Deswegen drei Maschinen hier. Wir machen die weg. Wir tun die gnadenlos streichen den Waldweg. So, und dann nehmen wir die raus. Zack. Und da haben wir's. Oh, ihr müsst gerade hochfahren. Ihr habt hier noch einen Wegpunkt. Also du hast bist auf der falschen Route. Wo willst denn du hin? Hamburg Zentrum. Hamburg Zentrum. Wir haben die gar nicht hier rüber geschickt. Ah. Also nach dem Marktplatz sollt ihr hier rüber fahren. So. Jetzt aber. Dann die 36, weil ja, ich würde sagen, wir haben hier die Kreuzung entlastet. Straßenbahn staut sich nichts, alles gut. So, hier kommen sie jetzt alle rein. Das sieht schon mal gut aus. Dann nehmen wir mal hier noch eine Straßenbahn raus. Die nehmen wir auch raus. Und da die auch gerade nichts geladen hat, schmeißen wir die runter. Wie viele Autos haben wir jetzt hier? 14. Ich nehme noch zwei rein zur Sicherheit. So. Und wie sieht das jetzt hier aus? Es wird. Na, der Zug ist gerade angekommen. Aber wir haben hier schon mehr Fahrzeuge jetzt wie vorher. Das sieht doch gut aus. Nee, das wird. So, in Hamburg haben wir mit allen eigentlich versorgt. Ja, wir haben ein bisschen Treibstoff wenig, aber das können wir jetzt nicht ändern. Noch nicht. Wir haben genug andere Sachen zu tun. So, da schauen wir mal weiter. Hier haben wir ganz schön viel rumliegen. Was fährt denn hier? Da haben wir LKWs fahren. 25. Die fahren hier rum, hier rüber. Und hier runter. Und die stehen hier im Stau, weil hier ein paar LKWs stehen, die zu viel sind. Dann müssen wir mal den LKW nehmen hier.
in den Reis schmeißen. So, das ist auch zu viel. So, jetzt rollt es nämlich wieder. So, dann nehmen wir auch noch raus. Und den nehmen wir auch noch raus. Ja, die sind ein bisschen sehr lang. Ja, die kommen hier nicht rum. Jetzt rollt's. Es rollt wieder, es rollt wieder. Ich bin nämlich 436 Marmorblöcke an. Haben wir keine anderen Fahrzeuge, die das Gewicht machen. Wenn ich auf Marmor gehe, ne, da ist es. Da haben wir alles geschlossene. 32. 33. Sechzig. Wir nehmen auch die. Und da sehen wir auch nichts auf der Ladefläche. Leer. Marmor haben wir noch eingestellt. 42. Da wird es wieder weniger. Ja, 72. Sehr entschieden. Wenn wir die Ladung schon nicht sehen, dann können wir Koffer nehmen. So, die sind mir zu lang. Die Peterbilt. 36, die müssen Steine formen. Steine. Gucken wir mal, was wir hier haben. Steine. Haben wir die 35. Landen wir auch wieder hier.
Essig. Fünfundvierzig. Dann nehmen wir die. Die passen viel schöner hier rein. So. Das haben wir. Das haben wir gelöst. Jetzt müsste hier bei den Marmor. Hier haben wir es. Bald weniger werden. Der hat, da haben wir jetzt 25, ne? Da würde ich sogar noch 5 Fahrzeuge reinnehmen, weil es eine lange Strecke ist. So, das haben wir. Jetzt haben wir hier Waren für Hamburg. Da haben wir 2 Züge, das muss reichen. Das reicht. Den Zug schafft 512 und rumliegen haben wir 300, knapp 400. Das passt. Das passt. So, dann schauen wir mal nach Rostock rein. Rostock. Au, die kriegen noch kein Werkzeug. Wieso kriegen die kein Werkzeug? Werkzeug. Ist ja merkwürdig. Was stehen die hier? Auf was warten die? Aufs Fleisch. Wir brauchen Fisch. Wir brauchen Fisch. Oder Fleisch. Ja, wir haben momentan nichts. Hier ist auch noch ein bisschen. Versorger Rostock. Da fahren wir mit Containerwagen. 15. Da nehme ich noch mal 5 rein. Das ist doch einfach. So, 20 Fahrzeuge. Passt das schon. Ach, hier, von hier holen wir den Fleischtransport. Der war voll. Ein schöner Diesel. Schöne Dieselmaschine. Der 120. So ein schönes Kampfmodell. Der bringt jetzt knapp 200 Mal Fleisch. Das ist zu wenig. Wir brauchen mehr Fleisch. Die haben aber genügend Getreide. Wenn wir die mal um eins anschubsen, das ein bisschen mehr produzieren. Das Getreide, das läuft ja. So, und hier haben wir Werkzeug. Und das Werkzeug könnte mehr produzieren. Haben wir hier noch was frei? Hier haben wir noch einen Port frei und der ist frei. Also ich würde jetzt hier anbauen und nach Rostock Werkzeug fahren von hier. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das werden wir in der nächsten Folge machen. So, unser Fleisch ist angekommen. Und jetzt geht das hier in die Fabrik. Und da können die unsere Rinder, unser Vieh. Ja, da werden wir mal hier noch 2 verkaufen, das sind dann doch zu viele.
stehen ja schon draußen. So, damit sie drinnen stehen. Ja, liebe Freunde, die Stunde ist schon wieder fast um. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich besonders freuen. Und da sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.